Ich lese heute aus meinem Buch Brennendes Treibeis. Darin geht es um einen jungen Mann namens Fabian, der in den 1970er Jahren sich in einen politischen Aktivismus verstrickt. Und auch darum, wie er da wieder rauskommt. Ich lese gleich die erste Seite. Wasser zu Eis erstarrt und Feuer. Brennende Elbe, gelb leuchtende Eisformationen, die sich träge auf der Stelle wälzen, beinahe stehend wie der Nebel über dem Wasser, in dessen Schleier der Frost winzige Nadeln bildet, die unsichtbare Löcher in den dunstigen Eisvorhang stechen. Fabian stand wie gebannt am Ufer des Stroms, wo sich das wärmende Gefühl in ihm ausbreitete, dass es nur so scheint, als ob im Winter alles erstarrt und die Wirklichkeit pausiert. Diese überwältigende, einhüllende Stille von Nebel, Frost und Eis wird zur großen Unterbrechung, in der Nebel, Eis und die Dunkelheit der Dämmerung ganz zart aufplatzen und ein weißes Licht durchscheinen lassen. Von weit her und zugleich von ganz nah. Hier zeigt sich alles. Äußerst klar in seiner Verhüllung. Verschwommen hinter den Schwaden der Frostnadeln und den gelben Vorhängen der Eisschollen, hinter dem Schleier eines Winters, der selbst gar nicht von hier kommt, sondern von weit her, aus Sibirien. Diese Entdeckung, dass sich in der vollkommenen Ruhe alles bewegt, dass Nahe und Ferne sich lustvoll verschmelzen wie Eis und Feuer, Licht und Finsternis, verdanken wir den Geheimnissen, die sich in der Luft des Winters ankündigen. Diese Luft leuchtet matt in unzähligen Grautönen wie ein Glas Milch mit je wechselnden Beimischungen von Asche. Sie riecht und schmeckt von Moment zu Moment und von Straße zu Straße anders, abhängig von Schneedecke, Temperatur und Heiztechnik. Wir schnüffeln marzipanigen Ruß mit Eiswasser gereinigte Wände, reinsten Atem direkt aus dem All, Fischhaut ohne Fischgeruch und vieles mehr. Fabian ging mit seinem Großvater an den gelben Eisschollen der Elbe entlang und der erzählte ihm, wie es war im Ersten Krieg in Russland, als er gefangen genommen wurde. Seine Geschichte klang weniger nach Gefängnis oder Lager, sondern eher wie nach einem Urlaub in einem großen Warenhaus, wo man sich neu einkleiden konnte. Es muss so ein aufgelöstes Magazin gewesen sein, wo sich die Soldaten einfach bedienten, da keiner sie aufhielt. Für Fabian war nur wichtig, dass in der Erzählung des Großvaters der Beweis dafür lag, dass das Eis auf der Elbe direkt aus Russland kam, zusammen mit der leuchtend grauen und ekstatisch aufgeladenen Eisluft. Russland war also hier, umhüllte uns mit seinen Rätseln und ließ uns weit schauen. Auf welchen Kanälen das Eis von der Wolga in die Elbe geschlüpft sein sollte, wäre eine banale, fast abstrakte, wissenschaftliche Frage gewesen. Dass solche Kanäle existierten, war außer Frage. Es ging hier gar nicht um Materielles, sondern um Auratisches, um Duft, Atmosphäre, Worthauch. Ungetauft wurde Fabian in Feuer und Wasser geboren. Feuer und Wasser toben in seinen Seelengängen von alter und neuer Zeit her strömend. Die Stadt seiner Geburt ging zweimal in Flammen auf, im Abstand von nur 100 Jahren. Das erste Mal war es ein Unfall, beim zweiten Mal Vergeltung für den Krieg aus der Luft. Doch fragen die Opfer als erstes nach Gründen, wer kann sie schon nennen? Beim ersten Mal war es wohl eine unvorsichtige Bewegung mit einer brennenden Kerze. Beim zweiten Mal waren die Gründe klarer, aber man sprach nicht darüber. Hätte man Vergeltung gesagt oder Rache, wäre wohl die eigene Schuld zu stark beleuchtet und dafür fürchteten sich die Menschen. Gomorra war der Name für den Feuersturm, für schwarze Ungeheuer, die Meteoriten gleich Wände und Dächer zerfetzten, Menschen in einem brennenden Orkan erstickten und in die Glut aus Stahl und Ruß schleuderten. Keine Worte, nur noch Schreie, die bald verstummen. Diesmal fällt das Schweigen mit den Bomben zugleich in den Trichter der Stadt und bedeckt die Trümmer, die auf das Schweigen prasseln. Apathie, sagt man später, breitet sich aus wie lautloses Fieber. Apathisch, jenseits des Leidens, leidenlos, weil die Kraft zum Leiden fehlt. Innere Verbrennung wie im Hitzetod.
Gomorra mitten im Sommer, der keine Sonne mehr kennt. Schiffe, die im brennenden Wasser jammernd verglühen und am Ufer schweigen Menschen und können nicht mehr weinen, weil die sonnenlose finstere Hitze jedes Wasser aufsaugt. Fabian hat keinen der beiden Brände erlebt, aber sie schwelen trotzdem in ihm weiter. Die Geschichte von Gomorra, noch keine 20 Jahre zurückliegend, wird ihm von Eltern und Verwandten und Bekannten der Eltern und Verwandten immer wieder erzählt, mit einem Tonfall des Grauens, bei dem oft die Stimme versagt oder sich in eine kehlige Anklage erhebt, die auch Fabian selbst mit einbezieht. Als ob man ihm vorwürfe, dass er sich hinterhältig vor diesem Inferno gedrückt hätte. Dabei wurde er erst Jahre später geboren. Nun kommt ein großer Sprung, nachdem sozusagen die frühe Kindheit und die auch Geschichte, die noch vor Fabians Geburt sich ereignet hat, angedeutet worden ist. Fabian sucht seinen Weg dann in den 60er Jahren und Anfang der 70er Jahre. Unter anderem Anfang der 70er begibt er sich also in die verschiedensten politischen Diskussionskreise und möchte selbst auch irgendwie aktiv werden. Und in diesen Zeitpunkt springe ich jetzt mit dem nächsten Abschnitt hinein. Die Frage Ich oder Welt brannte weiter in Fabian. Soll ich erst das Ich reinigen und dann die Welt oder umgekehrt? Es müsste irgendwie gelingen, den Behälter des Ich mit der Welt aufzufüllen. Das Ich müsste erst gestärkt werden, um Gefäß für die Welt zu werden. Aber wie? Vielleicht würde es erst wachsen und stärker werden, wenn es angefüllt würde mit der Welt und ihren Problemen. Erst zur Reife anschwellen, wenn es sich abriebe an dem Leiden der Welt, um die Welt zu heilen und so selbst Heilung erfahren. Eines Tages platzte der Knoten. Fabian hörte von einer ganz neuen Gruppierung, die ihren Ursprung in den USA hat. Der genaue Name ist verschwommen und ändert sich häufig. Nicht falsch ist es, sie The US European Cadre Group zu nennen. Oder noch besser einfach The Group. Fabians erster Kontakt ist ein Vortrag an der Universität über Descartes. Dass eine linke Gruppierung öffentlich Philosophie lehrt, war eine kleine Sensation, jedenfalls für Fabian. Er spürt sofort, dass hier das Gesuchte vor ihm auftritt. Philosophie, Weltrevolution und Arbeit am Ich. The Group ist nicht bescheiden. Es wird, wenig philosophisch, die unbedingte und ganz drängende Alternative Sozialismus oder Faschismus aufgestellt. Und ein Zeitrahmen von 2 Jahren, in dem sich diese Frage für die westlichen Gesellschaften entscheiden werde. Fabians Glut wird stärker und der Dezemberwind ist lauer als gewöhnlich. Und die Arbeit am Ich? Als Fabian die Frage stellt, ob denn die Arbeiter bereit seien, sich auf Descartes, Spinoza und Hegel einzulassen, wird ihm sogleich eine Neurose bestätigt. Eine kleinbürgerliche natürlich. Und plötzlich sitzt er auf der anderen Seite. Sonst war er es, der anderen gern sogenannte psychische Probleme anheftete. Aber gerade deswegen erscheint ihm der Anwurf, dem er ausgesetzt wird, ehrlich und gerecht. Das Stichwort Neurose war gefallen. Fabian empfand dies nicht als Beleidigung, im Gegenteil. Endlich fühlte er sich gesehen mit all seinen Problemen, die natürlich nicht nur seine waren, denn genau genommen hatte man es mit einer kollektiven Neurose zu tun. Und doch hatte jeder seine ganz eigene Neurose, die zu therapieren sei. Davon war Fabian überzeugt. Die Offensive des Sprechers, die manch anderer als unverschämt zurückgewiesen hätte, erscheint Fabian denn auch als Therapieangebot. Und so fragt er wie selbstverständlich nach, wie er sich denn von der Neurose befreien könne. Dies sei einfach, sagt der Sprecher des Abends. Man müsse sich nur der Realität stellen. Dann erkenne man auch, was das reale Selbst sei und was nur Persona, aufgesetzte Maske, mit der man nur die eigenen Fantasien und infantilen Gefühle verhüllen wolle. In der Konfrontation mit der Realität würden die Fantasien verschwinden. Deswegen seien The Group die einzige Kraft weltweit, der man trauen könne, denn nicht nur reckten sie ihre Faust auf 3 Kontinenten zur gleichen Zeit,
sondern sie seien auch zugleich Spezialisten im Kampf gegen Mutterängste. Gemeint waren nicht die Ängste der Mutter, oder vielleicht doch, die Angst der Mutter, dass der Sohn nicht nach ihrem Bild sich formen lässt? Womöglich auch. Aber vor allem wollte man hier die Ängste der Söhne und Töchter traktieren, in erster Linie der Söhne, die eingeschüchtert in der Ecke hockten und angstvoll auf die Mutter starrten, wenn sie deren Bild nicht entsprachen. Fabian kannte dieses Gefühl, das besonders quälend wurde, wenn das Bild, das die Mutter in ihrer Vorstellung trug, undeutlich und verschwommen war. Oder wenn sie es gar vor ihm versteckte und gleichzeitig erwartete, dass er alles dran setzte, eine deckungsgleiche Kopie des ihm unbekannten Bildes zu werden. Deckungsgleich auch war ihre Angst mit der seinigen. Beide fürchteten, dass er einen Fehler machen würde beim Versuch der Nachahmung. Ein beliebtes Ratespiel wurde damals in einer Fernsehzeitschrift angeboten. Es hieß Original und Fälschung. Dabei wurde ein bekanntes Gemälde, zum Beispiel Bruegels Eislaufen, in zwei Varianten nebeneinander abgedruckt, wobei in die eine Variante ein Dutzend Fehler hineingeschmuggelt war, die sich auf den ersten Blick nicht zeigten. So wenn zum Beispiel die Kufe eines Schlittschuhs im Original sich hinten etwas nach oben bog und in der Fälschung diese Biegung fehlte. Solche kaum wahrnehmbaren Abweichungen zwischen Original und Fälschung suchte die Mutter auch zwischen Fabians Verhalten als Kopie und dem Bild in ihrem Kopf, obwohl es noch gar nicht fertig vorlag, zu erspähen. Erst Fabians Abweichung machte ihr das Original, das sie suchte, bewusst. Es reichte manchmal eine kleine Ungeschicklichkeit aus, um ihre Enttäuschung bodenlos werden zu lassen. Die Enttäuschung, dass er nur eine Fälschung des Originals war. So konnte es für ihn gefährlich werden, etwas zu verlieren, sei es ein Knopf oder ein Geldstück. Es war, als ob er damit ihre Existenz in Frage stellte, als ob in dem kleinsten Verlust die Verluste ihres Lebens und des Lebens aller vor ihr Lebender sich spiegelten und wie eine heiße Quelle brodelten und alles zu verbrennen drohten. Oder der Verlust war einfach nur das fehlende Stück der Kufe, wodurch die absolute Vollendung des Bildes gestört wurde. Ein Stück fehlt und das Ganze ist zerstört, geradezu zersetzt, als ob ein Verbrecher Salzsäure auf das Bild gekippt hätte. Nicht nur das Bild, sondern Fabian selbst war in solchen Momenten in den Augen der Mutter nicht vollständig. Ihm fehlte etwas, er war nicht gut genug. Und dieser Makel erschien ihr wie ein Loch in seiner Seele, was sie nun wiederum als ihren Makel empfand, der ein Loch in ihr Innerstes brannte, und so verstummte sie, vereiste geradezu. Noch kurz eine Kostprobe aus dem Kapitel des Aktivismus von Fabian. Fabian befindet sich jetzt mit seinen Mitstreitern auf einer Eisscholle. Um näher an die wenigen noch Heilbaren heranzukommen, die im kalten und von Krankheit verseuchten Wasser trieben, seilen sich Fabian und einige Mitstreiter vom Dampfer ab und besteigen eine Eisscholle, auf der sie mitten hinein in die Schar der Kranken vorpreschen. Das ist Abenteuer und Ohnmacht in einem. Nervenkitzel des letzten Geschlechts, das ständig zwischen Himmelfahrt und Höllenschlund bangend in ungeheurer Spannung lebt, einen belebenden und zugleich verzehrenden Rausch, immer zwischen Hochstimmung und Verzagtheit, wohlig und weh am äußersten Rand des Nervenzusammenbruchs. Eine verschworene Gemeinschaft segelt auf der Scholle und er gehört dazu. Und sie verkünden nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, denn es gibt eine Logik und eine Wissenschaft und es gibt Beweise, auch wenn es keine Zeugen gibt. Und die Wahrheit wird verkündet zur Heilung der Heilbaren, die zu heilen Fabian nie zu hoffen aufgibt, denn er ist auf Sendung. Und wo es einen Sender gibt, da wird es auch einen Empfänger geben. Und so steht Fabian am Rand der Scholle und ruft in den Armen etwas zu, die krank und matt an ihm vorbeitreiben. Manche schwimmen, andere haben ein Stück Holz gefunden, auf dem sie sich bei Sonnenschein ausruhen. Die meisten merken nicht, dass sie krank und matt sind, scheinen sich im Gegenteil pudelwohl zu fühlen
und lachen Fabian aus, wenn er ihnen Worte der Verkündigung zuwirft oder manchmal sogar eine Leiter, an der sie zur Scholle hinaufklettern könnten. Aber nur selten hört einer auf und greift einer zu. Die meisten beklagen, dass auf der Scholle zu wenig Platz sei. Oder sie mögen kein Eis, sind Sonnenanbeter und Hitzefanatiker. Die allermeisten jedoch sind sich ihrer Lage einfach nicht bewusst, haben keine Sorge, dass irgendwann ihre Kräfte versagen könnten oder sie am verseuchten Wasser verenden. Fabian und seine Begleiter schauen zum Himmel. Feuerbrocken sollen fallen, die das Meer entzünden. Dann erst werden die noch Unheilbaren auf die Scholle sich retten vor dem brennenden Meer. Nur durch die Apokalypse scheint Heilung möglich. Nur ein Flammenmeer wird die Kranken, Ungläubigen und Kleinmütigen auf das Eis treiben, das Kühlung verheißt und Sicherheit. Doch droht nicht das Eis zu schmelzen im Feuerwasser? Fabian erscheinen die Bilder seiner Kindheit, das Gelb der brennend treibenden Eisbrocken auf der unteren Elbe. Ich lese noch ganz kurz zwei Abschnitte aus dem zweiten Teil des Buches vor, der nicht in Hamburg sich abspielt, sondern in Polen, wo Fabian auch aktiv geworden war, und zwar nach der Wende, nach 1990. Und hier nun trifft er den Mann, der als Ich-Erzähler auftritt und dieses Buch geschrieben hat. Fast unhörbar, bis zum Äußersten gedämpft, tönt draußen das Klacken der Züge, die, so scheint es, mit angezogener Bremse sich aus dem Bahnhof schleichen oder aber umgekehrt gerade von weit her kommend in den Bahnhof einschweben. Ich sitze am Fenster einer Wohnung im dritten Stock im oberschlesischen Katowice unweit des Bahnhofs. Das Haus steht an einer schmalen Straße, dessen gegenüberliegende Seite unbebaut ist. Dort liegt ein, je nach Witterung, sandiger, matschiger oder vereister Parkplatz, hinter dem die Bahngleise verlaufen. Es sind wohl mehr als 20 Gleise nebeneinander, denn vor dem Ersten Weltkrieg wurde Katowice zum internationalen Eisenbahnknotenpunkt ausgebaut. Züge von und nach Berlin und Dresden, Warschau und Danzig, Lemberg und Odessa, Prag und Wien kreuzen sich hier. Ich bin immer wieder beeindruckt davon, wie die schweren Waggons, vom Fenster aus wahrgenommen, mit einer Leichtigkeit dahinschweben, als berührten sie die Schienen gar nicht. Als Beobachter fühle ich in mir selbst ein Schweben, eine einkehrende Ruhe, welche das Schwere verfließen lässt. In dieser Gemütslage denke ich an Fabian, der mir hier kürzlich einen mündlichen Bericht über sein Leben auf Eisschollen und in einer Gruppe von Weltenrettern gegeben hat. Ich habe aus den Notizen, die ich mir beim Zuhören gemacht habe, dann einen Text verfasst. Und so geht es weiter. Der Ich-Erzähler und Fabian bewegen sich dann durch Polen. Und da möchte ich noch einen letzten Abschnitt vorlesen, der das Ganze dann abrunden soll. Man muss dazu vielleicht sich nochmal erinnern, Polen war ja zu diesem Zeitpunkt nach 1989-90 durch die Zeit der Solidarność gegangen, der Loslösung vom Kommunismus. Man hat das auch als eine Revolution bezeichnet. Und das war eben eine wirkliche Revolution im Unterschied zu dem, was Fabian und seine Mitstreiter sich so ausgemalt hatten. Jetzt spricht Fabian. Mein Bild des Siegens wurde in Polen erschüttert. Es war zwar die Zeit, in der jeder alles sagen konnte, so auch ich, aber das gewünschte Resultat blieb meist aus. Es gab kaum einen Ort, an dem man nicht alles sagen konnte. Ich erinnere mich an einen heißen Tag im April, wo ein glühender Vorsommer ohne Vorwarnung über die noch winterkahlen Bäume herfiel und die von Kälte ausgetrockneten Zweige angriff, und einige dabei versenkte, die gelb züngelnd zu Boden knisterten und sich wie ein hölzerner, riesiger Glühwurm auf dem Pflaster wanden, während ich einen Vortrag in einer finsteren Kirche halten sollte, in der sich die Eisluft eines monatelangen strengen Winters gesammelt hatte. Der Temperaturunterschied zwischen drinnen und draußen betrug ungefähr 25 Grad.
Doch während ich in meinem sommerlichen Sakko zunehmend vereiste, zeigten die gekommenen Gäste, die in dem düsteren Raum zunächst kaum erkennbar waren, keinerlei Symptome des Frierens. Erst nachdem ich ungefähr die Hälfte meines Vortrags gehalten hatte, erkannte ich nicht nur Umrisse, sondern auch ganz bestimmte Merkmale an den vor mir Sitzenden, die sich in mehreren Wellen langsam aus Finsternis und Kälte zu zeigen begannen. Es waren diese zahnlosen, wintergegerbten, zerzausten Gestalten, die noch aus fernen Zeiten, als man sich aufs Stoffmachen verstand, einen Wintermantel trugen, der die Kunst des Überwinterns in seinem struppigen und fleckigen Fell trug. Hatten sie dieses fleckige, struppige Stück mitgebracht, weil sie wussten, wie kalt es hier war, oder liefen sie auch in der Hitze draußen damit herum, weil sie keine Sommerkleidung hatten? Ich zitterte am ganzen Leib und hätte die Diskussion am liebsten beendet, aber diese Männer, die scheinbar gerade aus ihrem Versteck während des Warschauer Aufstands hervorgekrochen waren, hielten einer nach dem anderen kleine Monologe über Aristoteles und Origenes, über Teilhard de Chardin und Dostojewski und Mickiewicz und über Don Scotus und Kopernikus, so lange, bis auch ich wieder das Frieren vergaß. Vor allem vergaß ich erneut das Siegen. Denn gerade war ich selbst besiegt worden. Und das sogar lustvoll. Die Lust, vom anderen zu lernen, besiegte die Lust am Siegen.